Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Oddworld New and Tasty. Heute sind die Vorsätze wieder gefasst und naiv wie eh und je. Der Vorsatz lautet ganz klar, wir machen alles, ja, sagen wir nicht in einem Zug, aber in 12 Zügen. Und demzufolge nach, wenn wir weniger als 12 Mal sterben in dieser Folge, dann bin ich durchaus zufriedengestellt. Aber mein Gefühl und die Erfahrung sagt mir, dass dies sowieso nicht funktioniert. So, aber jetzt machen wir uns erstmal auf zu Stage 3 oder Stage 3, was auch immer. Auf jeden Fall fahren wir zu nach hinten 3 in unserer tollen Spaßkugel. Und dann schauen wir mal, was uns dort wieder für schöne, feindselige Situationen erwarten. So, was ist denn das für eine Zahl? Eine 4? Keine Ahnung, Leute, wir hatten hier die Zahlen gelernt. Der soll nochmal in die Grundschule gehen. Was ist das für eine Zahl? Eine 4, eine 5? Ich weiß es nicht. Krüppelschrift. Zulag 4. Okay, es soll eine 4 sein. In Ordnung. Ape in der Aufnahme. In Ordnung. Schön, toll. Hallo, Ape. Sag mal hallo. Nee, sag mal hallo. Okay. Wir schleichen mal. Was erwartet uns jetzt hier? Okay, da müssen wir anscheinend hoch. So weit verstehe ich. Können wir dann nach rechts? Achso, wir müssen bestimmt nach links rüber, ne, wenn der nicht da ist. Wir hängen uns hier mal dran. So, jetzt warten wir. Wir versuchen uns heute mal ein bisschen geschickter anzustellen. So, der haut ab. Da können wir jetzt gleich jetzt hoch schleichen. Yeah, baby. Irgendwie müssen wir wahrscheinlich... Ich gucke mir das jetzt erstmal in Ruhe an. Wenn wir jetzt nach links laufen würden... Nee, das geht schief. Jetzt wäre auch, glaube ich, nicht gut. Jetzt vielleicht, wenn wir hinter ihm herlaufen, müssen wir jetzt stehen bleiben. Jetzt können wir weit... Nee. What? Aber wenn ich jetzt hier chante, dann werden die uns doch bestimmt in Stücke schießen. Sollen wir es mal... Ich probiere es mal. Oder? Nee. Das gibt hier irgendeinen anderen Trick. Müssen wir erst nach rechts vielleicht? Ich bin unschlüssig. Ich versuche mein Glück. Ich chante mal auch, wenn ich glaube, dass das schief geht. Ja, das war eigentlich klar. Okay, dann versuchen wir doch mal nach links irgendwie zu kommen. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie das funktionieren könnte. Ich würde sagen, wir hauen uns erstmal die Fresse ein. Geht nicht? Oh Mann. Ey, hau dir die Fresse ein. So funktioniert das. So, jetzt, genau. Jetzt haben wir den Hirnblutungsbuff und jetzt wird das wahrscheinlich auch alles funktionieren. Können wir da nach rechts noch? Ich probiere es mal gerade. Ah, okay. Aha. Eine weitere Tür. Schauen wir mal nach. Okay, dann gehen wir halt erstmal den Problemen aus dem Weg, wie man das so macht. So, was gibt's hier jetzt? Ein Schalter für Service bitte läuten. Oh, da ist jemand. Ich ziehe einfach mal mutig am Hebel. Kann nur ein Fehler sein. Jawohl, weg, ey, brennen. Hups. Okay, Hebel war jetzt nicht so gut. Dann... Leute, was ist denn da los? Geht mal wieder nach Hause. Ja, komm, ich stelle mich jetzt dem Tod. Das hat ja nichts. Hi, was geht? Was, hä? Ich glaube, das hätten wir nicht machen sollen. Ja, hä, lustig. Wollte mich jetzt ver... Ja. What? Ja, haha. Ich komme noch gar nicht... Ja, gut, toll. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr weiter. Das ist jetzt doof. Können wir den hier... Ne, da sind überall die scheiß Roboter. Können wir also nichts übernehmen. Haben wir... Ne, wir haben auch nur die Kronkorken. Das ist natürlich nicht schön. Ja, ja, komm, schieß ins Leere, du Assi. Geh, hau ab. Je, hab ich gesagt, verpiss dich. Trotzdem nicht so doof. Hops. So, dann baumeln wir hier wie so ein Stück Gammelfleisch. Wir haben auch eine erschreckende optische Ähnlichkeit mit Gammelfleisch, wie ich finde. So, so. Wie machen wir das? Ich weiß nicht, ob wir schon zu weit sind. Nee, der sieht uns noch nicht. Keine Ahnung, wie wir das hier... Hoch, hoch!
versuche jetzt mal was mutig. Rein da! So, okay, haben wir schon mal hier einen Checkpoint. Immerhin. Ach Junge, wenn du wüsstest, wie gern ich dich übernehmen und hinrichten würde. Okay, wollen wir hier rein. Krabbeln wir hier durch oder warten? Ne. Ja, schlechte Idee. Wieder zurück. So. Hi. Können wir eigentlich auch die Mine scharf stellen? Ja. Okay, schauen wir mal, ob uns das irgendwie weiterhilft. Rennst du da jetzt rein? Ja, renn. Ja, Vollidiot. Ja, endlich sind wir mal nicht selbst in die Mine gerannt, sondern ein anderer. Das finde ich gut. Ups. So, warte. Hier wollen wir jetzt hoch. Wo ist denn der andere jetzt hin? Von dem... Ah, da hinten. Kommt der auch hier rüber? Ja, tut er. Nein, tut er nicht. Das war jetzt ein bisschen Pech. Ja, ja, lach du nur. Okay. So, Spasti, komm, hau ab. Na los, wie Leatherface. Krabbel, 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 krabbel. Komm schneller, der kommt doch gleich wieder. Ja, gut, das geht schief. Ja, da war ich ein wenig zu langsam. Noch bin ich entspannt. Noch bin ich tiefenentspannt. Na du, Assi, komm. Hallo. Kuckuck. Ich sag nur. So, und jetzt hau wieder ab. Geh. Plötzlich so doof, hier ist nichts. Geh weiter. Ne, ne, komm, renn mal rein. Jawoll. So, das gefällt mir gut. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir gut. Jetzt dürfen wir uns nur dort oben nicht ganz so dämlich anstellen. Was mir immer nicht so leicht fällt. Wer schon die ein oder andere Folge gesehen hat, der weiß das zur Genüge. Das ist... Ach, ich bin doch blöde. Ich bin blöde und ungeduldig. Mann. Ich möchte jetzt hier am liebsten einfach durchrennen. Hi. Wow. Ups. Alles gut. Nischt. Kuckuck. So, jetzt robb schneller, ey. So, dann rennen wir. Flatsch ins Verderben. So gefällt mir das. Okay, jetzt dort hoch. Hopp. Shit. Ja. Okay, Alarm sollten wir nicht auslösen, wie ich feststelle. Ich muss dazugeben, so ein bisschen erhöht sich meine Pulsfrequenz gerade. So finde ich das viel besser. So, bleibt jetzt da drüben. Nee, ne? Er kommt gleich wieder. Er kommt wieder zurückgeschissen, natürlich. Was ist denn das jetzt, Spiel? Wieso habe ich jetzt hier einen krasseren Schwierigkeitsgrad mit den zwei Vollidioten? Hm. Bleibt die Überlegung, ob wir doch mal Suizid begehen. Aber die letzten zwei Male sind sie auch wieder aufgetaucht, sobald der eine sich, naja, verdünnisiert hat, sag ich mal. So, jetzt hau doch ab. Ach komm, leck mich. Woo, fuck you, fuck you, fuck you in the house. So, nur rennt doch so sinnlos da rum, ihr Affen. Ja, da gibt's nichts. Kannst dich wieder verziehen. Hallo. So, hau ab. Jungs, jetzt haut ab. Ich will hier nicht das ganze Spiel mit rumhängen und warten verbringen. Jetzt sind es schon drei, natürlich. Nee, komm Leute, so viele wieder oben sind, das hat doch keinen Sinn. Kuckuck, naja, komm. Erschieß mich. Ja, wir probieren es jetzt nochmal. Ach ja, nee, das, ja. Okay, also die Vorsätze, die schwinden langsam. Warum wird denn da jedes Mal der Alarm ausgelöst? Ich verstehe es nicht. Ach, das war... Ach, Mann. Ich werde schon wieder hektisch hier und nervös und aggressiv. Und mehr aggressiv als nervös. Hi. Ja. Sorry, mein Fehler. Geh weiter. Ja, manchmal bin ich auch degeneriert und hässlich. So wie du, Kollege. Ah, schön, dass du dir das...
Ach. So. Jetzt aktivier nicht die. Du bist ein Arsch. Okay, wir kennen das Spielchen. Ah, ganz lässig. Drauf geschissen. So. Ganz cool. Ja, ich glaube weiter. Nein, das war ein Schritt zu weit. Ja, natürlich. Dieses Spiel macht mich fertig. Hau ab. Hau ab. Hau ab ist das Gegenteil. Dummer Arsch. Dummes Sackgesicht, du. So, Knöpfchen. Und jetzt kolle da rein, du Spasti. So, da sind die Jungs. Das ist uns aber scheißegal. So. Und wir schleichen mal wieder. Lü-lü-lü. Okay. Nein, das ist zu viel. Renn, ey. Ach, du Scheißer, Mann. Du bist aber auch lahmarschig, ey. Reaktionsgeschwindigkeit wie eine Nacktschnecke auf... Ach. Mann. Hau ab jetzt. So, wir sind wieder zurück. Ich habe ja einen kleinen Cut gesetzt, weil ich habe jetzt 40 Minuten das verschissene Level versucht und hatte natürlich keinen Erfolg. Und jetzt probieren wir es erneut und mal schauen, wie es jetzt so weitergeht. So, wir hatten ja hier letztes Mal versucht, den Hebel zu ziehen. Das mache ich diesmal nicht. Wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwie weiterkommen können. Ich habe eine Idee. Da oben. Kommen wir da oben ran? Hops. Ja, okay. Dann ziehen wir jetzt den Hebel. Zieh den Hebel und spring da hoch. So, und jetzt hoch. So. Freunde, die Rache wird mein sein. Das sage ich euch. Ja, das ist mir egal. Ich übernehme euch alle. Ich radiere euch alle aus. So, ja, rennt mal ein bisschen panisch umher. Stirb, du Fixer. So, jetzt laufen wir hier ein bisschen Amok. Du stirbst auch. Ich knall jetzt hier alles über den Haufen. Hey, fuck you. So. Das klappt doch gleich viel besser. Fuck you. Schieß doch nicht den Kleinen ab, du Arschgesicht. Jetzt hier. Hasta la vista. So. Rage. Sackgesicht. Kann man da nicht weiter runter? Okay. Dann hüpfen wir halt so runter. Junge, fuck you. So, jetzt reicht's mir hier. Okay, dann. So, dann haben wir uns mal konzentriert. So, ihr Schweine. Hi. So. Fachmännisch ausgeschaltet. Ich will noch mehr töten. Können wir nicht, verdammt. Dann würde ich sagen, mal gucken, jetzt ist ja eigentlich hier alles aufgeräumt, dann... Bam! Oh, komm mit, Digga. Das läuft doch schon mal besser jetzt. Ui, Klatsch. So, und dann gehen wir hier nach rechts. Scheiß. War das doof? Nee, das ist scheißegal. Wieso ist denn jetzt da... Ach, fuck! Jetzt ist der Alarm wieder an. Ach, das läuft doch hier nicht. Was ist los, Digga? Fuck you, wir sterben jetzt. Okay, dann nochmal. Hebel ziehen. Hier hochhüpfen. Und jetzt übernehmen wir euch. Da könnt ihr euch wieder schön gegenseitig über den Haufen schießen. Ja, egal. Zwei sind schon mal tot. Jetzt schnappen wir uns den auch noch. Okay, merken den Alarm nicht auslösen. Dann sind die Türen wieder aktiviert. So, und jetzt geht der Rage-Mode wieder los. Piu, piu. Ich bin der irre gewordene Slick. Warte mal, wir gehen erstmal hier rüber. So, vielleicht können wir die trotzdem schützen. Hey, ja, noch lebt er. Warum? Natürlich. Ach, fuck you.
runter und jetzt schieß um dein Leben. So. Hallo. Ja, mach hin. So. So, jetzt müssen wir abpassen hier, dass wir die... Okay, wie ein Profikiller hier, gezielte Schüsse. Und da oben haben wir alles. Okay. Ladradatsch. So, komm mal mit. Hüpfen wir mal runter, ganz elegant. So. What? Da kommen wir gar nicht durch. Hä? Wie soll ich denn da jetzt dran vorbeikommen? Wir kommen ja hier nicht weiter runter. Wenn ich das hochfahre, kann ich dann von oben da irgendwo runterhüpfen? Nee. What? Hä? Hilfe, ich bin blöd. Hä? Wie soll ich... Egal, wir befreien die erstmal. So, wo sind wir denn da? Hä? Wie soll man das denn machen? Ich renne hier mal durch, ja, weiß ich. Da muss es ja irgendeinen Trick geben. Den übernehmen können wir nicht. Okay, da kommen sie wieder, aber wir können versuchen, da unten, was ist denn das, eine Mine oder so, ne? Können versuchen, vielleicht die zu aktivieren. Und dann müssen wir ganz schnell nach links rollen. Und platsch! Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. So, da geht es noch weiter. Wollen wir jetzt aber noch nicht. Hüpfen wir erstmal hier hoch. Jetzt schauen wir mal. So, da ist die Scheiße schon mal deaktiviert, Jungs. Howdy ho. Kommt mal mit. So. Bringen wir euch erstmal hier ins Sichere. Jo. So. Dann ja, scheiß doch auf den Alarm. So. Jetzt kommt mal mit. Du auch. Folge mir. Right, sagt er. Hops. Und hier hoch. So, nur aus Prinzip, weil ich die Dinger so scheiße finde. Okay, das war nichts. Doch, hat noch funktioniert. Gut. So, Hebel ziehen. Diesmal bitte nicht durch die Türen hier oder so rennen. Nee, Quatsch. Komm mit. So, du auch. Nein, du da. Komm mit. So, und da durch hier jetzt, Jungs. Die große Frage, können wir jetzt die Bomben hier mitnehmen? Vielleicht in den anderen Abschnitt, das... Warte mal, wir können natürlich jetzt auch weiter nach rechts gehen. Ja, was ist denn jetzt besser? Nach rechts oder erstmal nach links? Hm, keine Ahnung, ich gehe einfach durch. Ach, es gibt so viele Wege hier. So, und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao.